Top 4, Nummer 4 und der Champ stehen uns noch bevor. Wir kämpfen gegen Melanie. Du hast ja wirklich ein sympathisches Team zusammengestellt. Wir werden bestimmt eine Menge Spaß haben oder so. Stand, glaube ich, noch dort. Bin mir nicht sicher. Da war der Text dann doch zu schnell weg. Egal, der Kampf ist sowieso wesentlich entscheidender. Und ich muss überlegen, welches Pokémon ich mitnehme. Scarabon für Nachtara ist auf jeden Fall wichtig. Ho-Oh wird nicht ganz unwichtig sein. Und für Gramurks ist die Frage, nehme ich Raikou, um Magma zweimal abzusichern? Ich denke fast, so mache ich das. Ja. Ho-Oh, Raikou und Suicune bilden das Team gegen die vierte Top 4, Melanie. Und den Auftakt macht unser Ho-Oh. Und der Kampf ist definitiv nicht zu unterschätzen. Melanie mit ihren Unlicht-Geist-Pokémon und insgesamt ist es ein guter Mix im Team. Kann uns da schon das eine oder andere entgegensetzen und sie startet mit Nachtara. Ah, da gibt's tatsächlich echt bessere Pokémon. Nachtara hat, glaube ich, auch eine Flinkklaue. Ich greife direkt mit dem Läuterfeuer an. Ja, da ist die Flinkklaue. Da kommt die Flinkklaue gerade zum Einsatz. Ja. Ah, genau deswegen hasse ich das. Beide Kämpfer versprühen Funken. Ach, ich wollte das Scarabon mitnehmen. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen, was habe ich gemacht? Ah, es ist nicht mehr verwirrt. Yes, es ist nicht mehr verwirrt. Glück gehabt. Glück im Unglück. Vielleicht können wir es verbrennen gleich noch. Jawohl. Jawohl. Das kann kampfentscheidend sein. Psychokinese dürften nicht allzu viel Schaden machen. Das ist ja gar nichts gewesen. Null. Nothing. Komm, wir machen einen schönen Sonnentag, damit wir mit Läuterfeuer noch mehr Schaden anrichten können. Allerdings wird Nachtara jetzt mit Sicherheit wieder den Konfusstrahl einsetzen. Jawohl. Er trifft leider Gottes zu 100%. Aber im Normalfall dürfte die Verwirrung nur zu 33% greifen. Aber wir haben ja vorhin schon gesehen, wie groß mein Glück ist. Und wir haben es auch beim letzten Mal gesehen, wie groß mein Glück ist. Beim Kampf gegen Koga. Schauen wir mal. Oh, na klar. Die Spezialdefense sinkt. Na egal. Ho ist verwirrt. Ho greift aber an und das war's für Nachtara. Dank des Sonntags ist hier nichts mehr zu holen. Und damit hätten wir wahrscheinlich ihr, ja, stärkstes Pokémon besiegt. Weil Nachtara beherrscht auch noch Anziehung. Und das kann dann wirklich eklig werden, das Ganze zu bekämpfen. Weiter geht's mit Gramurks also. Gleißendes Sonnenlicht weiterhin. Ich hoffe, dass die Verwirrung bald nachlässt. Yes, ho, greift wieder an und das wird ordentlich Schaden machen. Vielleicht reicht's sogar. Oh ja. Läuterfeuer mit Sonntag. Ich geb's zu, es ist ein wenig OP. Diese unglaubliche Kraft des Pokémon überhaupt stoppen. Ring frei. Sarzenia zum Ende. Ich denke, der Kampf ist gelaufen. Auch da brauchen wir nur noch einmal mit unserem Läuterfeuer treffen. Sarzenia als Pflanzen-Pokémon wird dazu einem Häufchen Asche. Ja, aber Ho-Oh ist immer noch verwirrt. Ah,
Das ist eine Sache, auf die hätte ich verzichten können. Ganz klar. Auch die Paralyse greift im Normalfall nur zu 33%. Ich hoffe, dass die Verwirrung mittlerweile nachgelassen hat. Ist immer noch verwirrt. Aber Läuterfeuer kommt durch, das ist der Sieg. Und damit hätten wir die Top 4 erledigt. Es bleibt nur noch der Champ Siegfried übrig. Und auch das wird nochmal eine knackige Nummer. Eine richtig knackige Nummer. Also, alle Gedanken zusammennehmen, volle Konzentration. Nein, ich schaffe es nicht. Wie bist du nur so stark geworden? Top 4 geschafft? Fragezeichen. Ja, so schaut's nämlich aus. Der Champ erwartet uns. Selbst die Top 4 konnten dich nicht stoppen. Ich bin dein letzter Gegner hier in der Burg von Johto. Champ Siegfried. Ja, und ich kann nicht zurück. Und ich kann auch nicht nochmal das Team wechseln. Champion Siegfried, ich habe dich bereits erwartet. Erlaube mir, dich auf die Probe zu stellen. Ich persönlich bin ja ein Fan von Siegfried. Hab sehr, sehr gern in der ersten Generation gegen ihn gekämpft. Sehr, sehr gern in der zweiten Generation. Er war mein Lieblingschamp. Über alle Generationen hinweg. Also da kam ja dann ab der dritten Generation jedes Mal ein anderer Champ. Siegfried war mein Lieblingschamp. Muss ich so ganz klar sagen. Und ich sehe schon Suicune. Mit dem können wir hier gar nicht mal so viel falsch machen. Dazu haben wir noch Stalos, was wir auch mit Suicune zur Not machen könnten. Und Garados. Die Frage ist jetzt, ich habe neben Suicune und Raikou zwei Pokémon gewählt. Welches nehme ich als drittes mit? Nehme ich Ho-Oh mit. Das hätte natürlich massive Nachteile gegen Deswotar und Aerodactyl. Nehme ich Lugia mit? Einfach so als Allrounder. Boah, schwierige Wahl. Richtig schwierige Wahl. Das Problem ist, wenn ich Lugia mitnehme, habe ich auch übelste Probleme gegen Despotar. Weil das Despotar wird auch eine Unlichtattacke beherrschen. Das wird meinem Lugia nicht so sehr gefallen. Despotar vom Typ Gestein-Unlicht. Wäre natürlich eigentlich was für unser Scaraborn. Merke ich gerade. Ich nehme Scaraborn mit. Und mal schauen, wohin mich diese Entscheidung führt. Wir machen den Auftakt aber mit Suicune. Und der Kampf lautet Suicune gegen Despotar. Jetzt weiß ich nicht, ob Despotar schneller ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine böse Attacke kommt. Nein, Suicune ist schneller. Surfer sollte mehr CF-te Schaden machen, wird aber nicht reichen für einen One-Hit. Eine sehr effektive Attacke. Jawohl. Und was kommt von Despotar? Steinhagel. Okay. Despotar hat einen massiven Angriffswert. Das wird ordentlich Schaden machen. Okay. Sorry. Ich nehme alles zurück. Ich denke, wir haben hier einen guten Auftakt hingelegt. Despotar ist schon mal besiegt. Jawohl. Auf Wiedersehen, Despotar. Es ist alles aus und vorbei. Nein, Siegfried. Du hast noch zwei Pokémon. Du kannst es ja immer noch rumreißen. Ich bin mir meiner Sache definitiv noch nicht sicher. Da kommt Dragoran!
Okay, aber dafür habe ich ja, vor allem dafür habe ich ja Suicune dabei, aber Dragoran wird eine Elektroattacke beherrschen. So viel ist sicher. Vielleicht kommt aber auch der Wutanfall. Ich habe aber den Eisstrahl. Vielfach effektiv, leider kein Step. Ja, deswegen reicht es auch nicht ganz aus. Und da kommt die Donnerattacke. Ich habe es gesagt, Dragoran beherrscht eine Elektroattacke. Aber die geht daneben. Das Spiel läuft nicht für Siegfried, beziehungsweise der Kampf. Fortuna diesmal auf unserer Seite. Suicune markiert das 2:0. Die Donnerattacke wäre natürlich schon ordentlich eingeschlagen. Ich glaube, besiegt hätte es Suicune nicht, aber an den Rand des Besiegens hätte es gebracht. Und zum Schluss kommt Aerodactyl. Aerodactyl wird schneller sein. Aerodactyl ist allgemein sehr, sehr schnell. Da kommt Erdbeben. Das ist schon mal gut zu wissen, dass ich das möglichst mit Suicune jetzt lösen muss. Weil ich habe draußen noch Raikou und Skaraborn. Gegen Skaraborn reicht eine Flugattacke. Gegen Raikou würde Erdbeben natürlich ordentlich Schaden machen. Aber da sind bloß noch 50 KP übrig bei Aerodactyl. Da dürfte jetzt nicht mehr viel anbrennen. Es kommt nochmal Erdbeben, selbst ein Volltreffer. Wird an der Stelle nicht reichen. Und wir holen uns also auch den Sieg gegen den Champ der Pokémon-Liga der Johto-Region. Jetzt ist tatsächlich alles aus und vorbei. Meistert. Keine Ahnung, warum er hier vorher abgewürgt wird. Hätte man vielleicht etwas anders programmieren können. Ja gut, was soll's. Du hast mich besiegt. Du bist einfach großartig. Ach, Siegfried, Mensch. Danke dir. Wäre doch nicht nötig gewesen. Aber das war's noch nicht. Ich gebe mich geschlagen. Ich denke, du wirst auch gegen Kantos Arena-Leiter bestehen. Genauso sieht's aus. Wir können jetzt weiter in die Kanto-Region. Denn nur die Johto-Arena-Leiterburg ist geschafft. In Kanto warten allerdings auch noch Arena-Leiter auf uns. Und da sind sie. Du bist also der Trainer, der Johto erobert hat. Ha, wir nehmen es jederzeit mit dir auf. Also, von Rocco über Misty, Major Bob, Erika, Blau, Pyro, Sabrina und Janina wird es dann die nächsten Folgen gehen. Ich bedanke mich an der Stelle wieder dafür, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal den Kanto Arena Leitern stellen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.